Hallo, herzlich willkommen zurück bei City Skylines. Herzlich willkommen hier zurück in meiner Stadt in Mopskau. Und heute kümmern wir uns wirklich mal um die Straßenbahn. Die haben wir ja in der letzten Zeit schon mal ein bisschen aufgebaut, das grundlegende Gerüst sozusagen. Die Hardware haben wir gelegt, die Straßen sind da. Jetzt wollen wir nur noch Haltestellen, müssen die Linien ziehen und dann können unsere Leute auch damit fahren. Und das sollte hoffentlich den Straßenverkehr ein bisschen entlasten. So, ich habe hier jede Menge Meldungen, dass ich auch andere neue öffentliche Verkehrsmittel habe, bauen kann. Und ja, was natürlich auch interessant ist, muss man sagen, neben dem Personenverkehr ist natürlich auch der Schienenverkehr sehr interessant, weil das natürlich auch so ein bisschen die Industriegebiete entlastet, beziehungsweise die Straßen drumherum, wo eben sehr viele LKWs normalerweise unterwegs sind. Aber das machen wir später, wir kümmern uns heute erstmal um Straßenbahnen. Und wie gesagt, wir haben ja schon vorgesorgt, wir haben ja hier schon unseren kleinen Kreis gelegt, einen kleinen Schienenkreis. Wir haben unser Depot gebaut, das auch jetzt in Betrieb ist und auch schön versorgt ist mit Polizei und mit Müll, nachdem irgendwie die Straße da so ein bisschen kaputt war. Jo, und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Wie gesagt, hier sind wir in dem einen Wohngebiet, da fährt das sowieso durch. Durch die anderen Wohngebiete würde ich sie nicht fahren lassen. Ich würde sie eher versuchen, so auf den großen Straßen fahren zu lassen. Deswegen würde ich mal anfangen mit einer Station für den Briarwood Park hier. Und zwar muss da überlegen, wie man das am besten gestaltet. Hier ist eine Highschool. Dann würde ich das doch mal hier hinbauen. Das bietet sich an. So. Und dann bauen wir, würde ich sagen, eine Station mitten in Kinghates Rhein. Würde ich jetzt mal hier hinbauen, so zentral. Dann bauen wir eine Station, um die Garland Hills hier zu versorgen. Da würde ich mal gucken, wo ich das am besten hinbaue. Vielleicht so hier hin. Hier hin. Vielleicht baue ich den. Ich baue den mal hier hin. Genau, und dann hier unten haben wir jetzt die Evergreen Hills und den Rosewood Square. Da überlege ich jetzt gerade, ob da eine Station für beide reicht. Ich glaube, das mache ich auch. Und zwar so relativ in die Mitte, vielleicht hier hin. Und für Brook Square brauchen wir natürlich auch noch eine Station hier hin. Dann hast Rose Square eigentlich so zwei Stationen in der Nähe. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und weil wir am Friedhof vorbeifahren, würde ich sagen, bauen wir noch eine Station am Friedhof. Vielleicht will da ja jemand hin und. So, gute Frage, gibt es da eigentlich Besucher oder ist das nur eine reine. Ich baue die Station mal. Wir können ja nachher auch in der Statistik sehen, wie oft die benutzt wird. Vielleicht reißen wir das wieder ab, wenn das sich nicht lohnt, wenn das nur Kosten verursacht. Und ja, jetzt haben wir unsere erste Station. Es müsste eigentlich auch schon die erste Bahn losfahren. Genau, und da kommen sie schon aus dem Depot und müssten hier die Leute mitnehmen. Das Ganze bauen wir jetzt auch noch in die andere Richtung, weil sonst müssten die Leute, die hier hin wollen und von da kommen, ja einmal ganz rumfahren. Das wollen wir natürlich nicht. In der Realität haben wir ja auch immer eigentlich eine Station in beide Richtungen. Also bauen wir das Ganze nochmal in umgekehrter Reihenfolge auf. Auf der jeweils gegenüberliegenden Straßenseite. Zack, und schon haben wir zwei Linien. Jetzt müssten sogar noch mehr hier rauskommen an Straßenbahnen. Jetzt haben wir das Problem, die haben die gleiche Farbe. Wobei, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil faktisch ist es ja dieselbe Linie, nur dass sie in die eine und in die andere Richtung fährt. Ich gucke mir gerade mal an, was er daraus gemacht hat. Er hat jetzt Tramline 1 und Tramline 2 genannt. Mit jeweils fünf Fahrzeugen. Muss man mal schauen, ob das ausreicht. Ich würde die jetzt vielleicht einfach mal Tram. Wie nenne ich die denn? Brauchen wir irgendein System? Tram 1A? Vielleicht? Und Tram 1B? Uff, so toll finde ich das jetzt nicht. Aber naja, gut, wir schauen erstmal. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Genau, ist ja erstmal der Anfang. Problem mit den Farben ist so, man kann natürlich jeder Linie eine andere Farbe geben, aber dann geht einem tatsächlich sehr schnell die Farben aus.
Habe ich festgestellt, deswegen, ja, muss man mal gucken. Muss man mal schauen, was sich als nützlich erweist. Ich werde jetzt hier noch eine hoffentlich sehr nützliche Sache machen, und zwar ist die Station jetzt hier. Da wartet sogar schon tatsächlich jemand. Einer wartet da schon. Und dem würde ich natürlich gerne die Möglichkeit geben. Jetzt muss ich gucken, wie kommen die Leute hier hin? Leute kommen eigentlich nur hier hin, indem sie die Zebrastreifen benutzen. Also diesen oder diesen. Dann wäre es natürlich praktisch, wenn wir von hier aus. Wenn wir von hier aus direkt hier rüber bauen, damit die Leute, die hier aussteigen, eben auch in dieses Gebiet kommen. Das dürfte eigentlich ganz gut möglich sein. Da kann man. Aber guck mal, da läuft schon der erste hier. Oder, nee, ach nee, das war ein Schatten. Ich dachte schon, das war irgendein Schatten. Ja, schon wieder. Dieser Vogel hier. So, oh, das sieht ja schon richtig. Das wird ja schon richtig gut angenommen hier. Da sind ja schon einige Passagiere. Laufen jetzt alle ins Industriegebiet. Das ist schön. Das passt doch wunderbar. Genau, super. Super, super, super. Kann man ganz kurz hier schauen. Wo hatte ich jetzt hier die Station hingebaut? Relativ in die Mitte. Also hier wahrscheinlich so ungefähr. Ja, hier ist die Station und hier stehen auch sind einige Leute, die mit der Straßenbahn fahren wollen. Vielleicht muss man da sogar die Anzahl der Wagen relativ bald erhöhen, aber. Ich lasse das jetzt erstmal so. Steigen die Leute ein, steigen die Leute. Ach, schön. Ach, das ist doch super. Freut mich gerade. Das freut mich gerade. Genau, ich gucke mir die anderen Stationen nochmal so ein bisschen an. Jetzt haben wir hier das Problem, dass die Leute hier hinter oder hier vorlaufen müssen, wenn sie über die Straße wollen. Also gerade hier zur Highschool wird sich natürlich anbieten, wenn man hier einen Zebrastreifen hinbauen. Es gab auch mal einen. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon mal erwähnt habe. Ich finde ihn nicht mehr. Ich finde den Zebrastreifen nicht mehr. Es gab so einen schönen kleinen Zebrastreifen, den man einfach hinsetzen konnte. Dann konnten die Leute einfach darüber. Aber ja, finde ich nicht mehr. Egal. Müssen sie halt bis da vorne hinlaufen. Oder bis da vorne hin. Ich glaube, das ist denen aber auch ist gar nicht so schlimm für die. Die Sims hier laufen tatsächlich relativ weit. Was ist denn mit dem Auto los gewesen? Stand da jetzt ein bisschen komisch auf dem Bürgersteig. Und einmal ein paar. Leute einstellen, die hier die Parkplatzsituation überwachen. Nee, Schmarrn. Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Hier haben wir irgendwo auch eine Station. Die ist hier. Jetzt haben wir hier den nächsten Zebrastreifen. Das heißt, die Leute laufen da lang. Und hier den nächsten Zebrastreifen. Das heißt, die Leute können da lang laufen. Da kommt auch schon die Tram. Wir schauen mal. Ja, da steigen ein paar Leute aus. Nicht ganz so viel wie bei dem anderen Gebiet, aber. Wird angenommen und die nutzen den Zebrastreifen, wunderschön, wunderschön. So muss das sein, hier hoffentlich auch. Da kam gerade eine. Ah ne, die hält hier, die hält ja hier. Genau. Hier ist jetzt die Sache, hier haben wir wieder die Möglichkeit, nochmal den Weg etwas zu verkürzen. Wenn wir hier von hier ab hier rüber bauen, jetzt muss ich mal schauen, vielleicht von hier aus. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, ohne dass ich was abreiße. Doch. Doch, das geht. So. Zack. Müssten die eigentlich. Muss mal schauen. Eigentlich müssten jetzt darüber kommen. Okay, da steigen jetzt nur wenige aus. Hier, der läuft in die Richtung. Aber in die andere. Ja, die anderen haben das wahrscheinlich noch nicht gecheckt. Macht denn der Fahrradfahrer da? Ach, der ist mit dem Fahrrad zur Haltestelle gefahren. Das können die auch. Ach, das wusste ich gar nicht. Das finde ich super. Das ist doch schön. So, jetzt kommt die nächste. Wenn wir mal gucken. Steigen wieder nur ein paar Leute aus. Die laufen jetzt alle in die Richtung und die laufen alle in das Industriegebiet. Okay, hier ist noch keiner rüber, aber das wird schon kommen. Wie dieses Gras, ne? Also was mal Gras war. Ich weiß ja nicht, was das hier für Fabriken sind, aber. Uah. Eklig. Okay, wunderschön. Hätten wir das schon mal geschafft, die erste Linie. Guck mir das gerade nochmal an. Wir haben jetzt auch schon ein paar Passagiere. Das lohnt sich fast. Jetzt will ich gerade mal eine Sache gucken. Ich will eine Sache gucken. Ich sage das immer, aber ich will jetzt tatsächlich mal was schauen, weil es mich interessiert. Nämlich. Die öffentlichen Verkehrsmittel, was wir hier
Okay, die kosten mich 768 und bringen mir nur 135. Natürlich jetzt ein bisschen unprofitabel. Vielleicht ändert sich das noch, ich weiß gar nicht, woran das. Was er da auch alles mit reinzählt, ob jetzt die Betriebskosten von diesem Depot hier mit reinzählen. 768. Ja, das ist das. Das ist das wahrscheinlich genau. Ist das genau? Und die 96 Cent, keine Ahnung, wo die herkommen. Also je mehr Linien ich baue, desto besser wird eigentlich der. Die Statistik. Cool. Okay. Ja, werde ich dann natürlich nochmal erweitern. Aber für den Anfang, denke ich, reicht das? Für den Anfang reicht das, genau. Was wir jetzt noch machen sollten als nächstes, wir haben wieder hier ein bisschen Bedarf. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Wachstum. Das heißt, ich würde jetzt mal wieder ein paar Gebiete ausweisen. Und da stellt sich mir jetzt gerade die Frage, wie ich das angehe, weil wir haben jetzt den höchsten Bedarf an Industrie. Es ist die Frage, welche Industrie wir bauen. Wir haben bis jetzt hier nur diese einfache, generische Industrie gebaut. Das heißt, die produzieren Waren. Ja, die produzieren Waren, die dann im Endeffekt zu den Geschäften, also zu den Commercial Gewerbegebieten gebracht werden und dort verkauft werden. Was wir jetzt noch gar nicht haben, was ich die ganze Zeit ja schon mal bauen wollte, sind so diese spezialisierten Gebiete. Da gibt es ja Ölindustrie, da gibt es Erzindustrie, Forstwirtschaft und Landwirtschaft. Das sind so Gebiete, die arbeiten denen zu. Das heißt, die liefern ihre Waren, das sind sozusagen Rohstoffe, die kommen dann zu dieser generischen Industrie und die generische Industrie wiederum macht daraus die Endprodukte, die dann eben in Gewerbegebiete geliefert werden. Braucht man alles nicht unbedingt. Falls man das nicht hat, so wie ich jetzt im Moment, werden die ganzen Rohstoffe importiert. Das kann man auch irgendwo sehen. Transport ist es nicht gewesen. Lass mich mal schauen. Wo war das? Wo war das? War das hier? Pollution ist Outside Connections, glaube ich, hieß das. Ich finde jetzt aber gerade das Symbol nicht. Leisure, Heating, Terrain, Natural Resources, Outside Connection, da haben wir es, genau. Import, hier sieht man das auch ganz schön. Also diese ganzen Gebiete importieren. Teilweise Forstwirtschaft, teilweise Landwirtschaft, Ohr, Öl. Goods. Goods werden nicht importiert. Exportiert. Genau, werden Goods. Tourism ist auch noch so eine Sache. Okay. Was wollte ich damit sagen? Ich habe keine Ahnung. Also die, die Frage ist jetzt, was ich für ein Gebiet baue. Diese produzierenden Industriegebiete sind ja auch nur ein Teil der Industrie. Was wir noch bauen können inzwischen, sind ja diese Bürogebiete. Die Bürogebiete haben den Charme, dass sie eben ja weder Güter produzieren noch Güter verarbeiten, das heißt, die verursachen relativ wenig Verkehr, zumindest LKW-Verkehr. Natürlich müssen die Leute da hin und müssen da arbeiten, aber ja, es gibt eben keinen Güterverkehr dort. Haben aber den Nachteil, dass sie eben auch nichts produzieren. Das heißt, wenn ich das jetzt baue, werden nach wie vor dieselbe Anzahl von Gütern importiert werden müssen. Das ist im Moment auch noch nicht ganz so schlimm. Wir haben im Moment noch kein Verkehrsproblem, aber früher oder später wird die Stadt wachsen und werden wir so viel importieren müssen, dass wir damit ein Problem kriegen. Das heißt, ich würde eigentlich ganz gerne so eine Mischung fahren, also teilweise produzierende Industrie, teilweise eben diese Bürogebäude. So, jetzt habe ich viel geredet und nichts gemacht und habe immer noch keine Entscheidung getroffen. Ich dachte, während ich das alles so ein bisschen ja, vor mich hin exerziere, kommt eine Entscheidung von selbst, aber die kommt nicht. Ich würde jetzt einfach mal, um es einfach zu halten, würde ich jetzt mal wirklich diese Bürogebiete bauen, auch weil wir sie noch nicht haben. Es ist jetzt die Frage, ob ich ein neues Gebiet dafür mache oder ob ich das hier erweitere. Das ist ja eigentlich ein Wohngebiet. Das muss man sich überlegen, wenn man so Großstädte hat, Innenstädte, hat man meistens eigentlich auch so Bürogebiete ausschließlich. Würde ich jetzt auch mal machen. Also, dass wir das jetzt nicht hier reinsetzen, sondern dass wir das eben nochmal ein separates Gebiet setzen. Jetzt muss man ein bisschen gucken, dass wir natürlich ein bisschen mehr so in Richtung Innenstadt auch gehen. Also die Maple Square hier.
Dieses Gebiet wird sich wahrscheinlich nochmal so ein bisschen in die Richtung erstrecken. Ich würde jetzt hier nichts mehr hinbauen. Vielleicht können wir das da oben anfangen, dass wir hier diese Straße vielleicht in diese Richtung nochmal erweitern. Die sollte dann auch da oben hinführen. Vielleicht sogar relativ bald, vielleicht einfach so. Und dann hätten wir hier an der Stelle nochmal die Möglichkeit, in die andere Richtung zu gehen. Bis hierhin. Und hier würde ich dann einfach so ein kleines Bürogebiet mal bauen. Das müsste überall. Ist die Frage, wie baue ich das? Sollte natürlich ein bisschen weniger chaotisch sein, also auf keinen Fall so wie diese Wohngebiete hier. Sollte eher so in die Richtung gehen. Ich stelle es mir gerade irgendwie rund vor. Ich würde es fast rund machen. Ich weiß nicht warum. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich mache das jetzt einfach mal rund. Eine runde Sache wird. Entschuldigung. Beziehungsweise, ich gucke gerade, wenn das hier alles eingebietet wird. Bin etwas unentschlossen heute, merke ich. Also bei der Straßenbahn war ich mir noch sicher. Ne, ich baue das jetzt einfach. Ich baue jetzt einfach einen Kreisverkehr. Nehme vielleicht mal den Small Roundabout. Den Small Roundabout. Was haben wir hier noch? Large Roundabout. Ja, der gefällt mir besser. Den könnte ich vielleicht sogar direkt hier anschließen lassen. Die Sache, warum ich den nehme, ist übrigens die, dass ich. Ja, dass der sehr rund ist einfach, dass perfekt rund ist und ich möchte das hier jetzt auch relativ schön geometrisch haben an der Stelle. Deswegen nehme ich den jetzt mal ausnahmsweise. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was haben wir denn hier? Sechsspurige Straßen, die würde ich aber in dem Moment, für den Moment noch downgraden. Ja, einfach so. Damit es im Moment noch einheitlich ist. Genau, jetzt sehe ich auch gerade, das sind auch Autobahnen, das will ich hier natürlich nicht. Da will ich jetzt schon eine mehrspurige Straße haben, aber eine Einbahnstraße. Von diesen vierspurigen gibt es jetzt keine Einbahnstraßen. Das heißt, wir müssen eigentlich diese hier nehmen, sind ja doch sechsspurig. Oh, das ist heute irgendwie ein bisschen chaotisch. Das ist heute irgendwie ein bisschen chaotisch, alles ein bisschen ungeplant. So. Haben wir das. Dann können wir jetzt nämlich hier schon mal anfangen und können unsere Gebiete ausweisen. Zumindest schon mal in der Mitte des Kreisels. Dann können die da schon mal anfangen zu bauen. Hier hinten könnten wir eigentlich auch. Könnten wir eigentlich auch da an die Straße gehen. Was ich jetzt vorhab ist. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch einen zweiten Ring. Einen etwas größeren zweiten Ring. Vielleicht können wir den. Vielleicht in die andere Richtung? Einbahnstraße in die andere Richtung? Also von hier aus. Passt jetzt nicht mehr hin, weil das Gebiet hier zu Ende ist. Leute, irgendwie ist es heute ein bisschen chaotisch. Müsste hier und dann so. Ja, genau. Also von der Seite aus geht das. Okay, na das ist doch schon mal was. Dann bauen wir das hier irgendwie später fertig. Bauen wir das später fertig. So, dann haben wir das hier schon mal. Dann haben wir das hier schon mal. Was wir noch brauchen, ist ja natürlich, haben die jetzt alle keinen Strom und auch kein Wasser. Bauen wir erstmal Wasser hin. Das holen wir uns jetzt von hier drüben, würde ich sagen. Von hier. Wasser haben sie schon mal und jetzt brauchen sie noch Strom. Also die Frage, von wo holen wir das? Ich will jetzt eigentlich keinen Strommast dahin bauen, wo die noch bauen können, aber die Straße ist jetzt so groß, dass es nicht mehr auf die andere Straßenseite reicht. Nehmen wir einfach mal von hier. Das ist ein bisschen sinnlos, aber
Also von der Entfernung her ist das sinnlos, aber so habe ich wenigstens die Möglichkeit, da ja, mir nichts zu verbauen. Gut, Strom müssten sie eigentlich haben. Kinder, ihr habt Strom. Was wir jetzt noch brauchen, ist so ein bisschen Freizeitbeschäftigung natürlich. Und da bin ich immer. Ah, jetzt haben die immer noch keinen Strom? Warum? Ach, das ist nicht connected hier. Ist das nicht connected? Junge. Jetzt. Da haben wir's, haben wir den Ding gehört. Den Alarmton. Genau, gut, wunderbar. Was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte noch ein paar Freizeitbeschäftigungen bauen. Und hier ist es natürlich in diesen Gebieten. Diese Plazas und so, das bietet sich natürlich an für solche Gebiete. Das ist irgendwie so urbaner als die anderen. Als die anderen Parks. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das dann noch hinpassen wird. Wenn ich das hier hinbaue. Einfach ein bisschen. Eh noch zuwachsen. Na, ich baue es mal hier hin. Können wir jetzt eh noch nicht viel anderes bauen. Dann können wir vielleicht hier noch die restlichen Flächen, die hier an dem innenliegenden Kreis sind, nochmal ausweisen. Nicht als. Nein, 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 nein. Nicht als Gewerbegebiet, sondern als Industrie. Als Büroflächen. So, und dann haben wir auch unsere erste kleine Bürostadt sozusagen. Wird jetzt alles, wie gesagt, ein bisschen urbaner hier in der Richtung. Der Platz dazwischen ist noch absichtlich, also das wird natürlich auch irgendwann alles mal zuwachsen. Aber ich will mir da, wie gesagt, ein bisschen Platz lassen, weil da kommt vielleicht noch eine. Vielleicht kommt da irgendwo noch ein Bahnhof dazwischen. Oder, ja, ich weiß es nicht, Feuerwehr und so weiter. Müssen wir mal gucken. Weiß ich gar nicht, wie es hier aussieht. Oh ja, die haben natürlich relativ wenig Abdeckung. Ich würde das jetzt trotzdem erstmal so lassen. Solange die sich hier nicht beschweren. Ich würde sowieso demnächst mal anfangen, die größeren Gebäude zu bauen. Also das große Krankenhaus statt der kleinen Arztpraxis und so weiter. Vom Geld her sollte das langsam machbar sein. Jo, jetzt sind wir auch schon wieder drüber über den 20 Minuten. Das 20 Minuten ist echt ganz schön knapp, aber ich finde es eigentlich, wie gesagt, schöner zum Zuschauen. Nicht so viel am Stück, dafür öfter. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich würde es dabei belassen. Und dann machen wir hier noch gerade mal schnell den District für unseren neuen Bezirk. Dann haben wir auch hier schöne Laurel Square. Schön. The Forest Service has stated that there is a Oh. risk of an imminent forest fire in the area. Wir haben Residents einen are Waldbrand. advised to avoid Meine allererste forested Naturkatastrophe. An areas. A der Stelle forest werde ich fire aber is raging trotzdem. in the area. Leave campsites and treehouses immediately. An der Stelle werde ich trotzdem mal einen kleinen Cut machen und ob ich den Waldbrand unter Kontrolle bekomme, das seht ihr in der nächsten Folge von City Skylines. Was für ein Cliffhanger. Ciao.